Hallo, guten Tag. Ja, was führt uns zu mir? Also, was führt euch zu mir? Guten Tag. Ich habe hier zwei Kinder, Marie und Bob. Und wir haben gerade gemerkt, dass sie schon seit 3 Tagen Fieber haben. 38,3 schätzen wir so. Wir haben leider keine Zeit für ein Fiebermesser zu kaufen. Ja, das kann ich gut verstehen. Und darum, ja, sind wir hier. Gut, dann können Sie, denke ich, jetzt gleich mal mitkommen. Und Sie könnten gerne im Wartezimmer warten. Okay. Oh, ihr habt aber einen dollen Husten. Kommt doch gleich zu mir. Wer möchte denn gerne zuerst? Wer getraut sich? Ich glaube, ich möchte meiner Zwillingsschwester zeigen, wie das geht. Ich bin nämlich eine Minute älter als sie. Oh, Bob, oder? Ich bin Bob. Gut, Bob, dann viel Spaß, nicht viel Spaß. Na ja. Also gut, kommt also, Bob. Also Bob, gut, du hast dich jetzt ja schon hingesetzt. Super. Ich habe ein bisschen Angst. Was werden Sie denn alles machen? Auch nicht viel. Fieber messen nochmal. Mit dem richtigen Gerät. Gerät meine ich. So, Bob, alles okay bei dir? Gut, ich glaube, ich habe die Daten schon bereit. Ich gehe nur kurz auf den Computer. Und willst du sie sehen? Gut, hier. Guck, das ist schon sehr gut. Mein Vorschlag wäre einfach, du bleibst einfach mal einen Tag in der Schule und ja, In der Schule. nicht in der Schule, besser gesagt. Oh, ich bin ganz verwirrt. Und ja, liebe Zuschauer, wenn ihr euch fragt, wieso das Ganze da noch so holzig ist, das ist wegen der Renovierung. Also, weiter geht's. Marie weiß. Ich habe ein bisschen Angst. Keine Angst. Gut, Marie, du bist dran. Gut, also gucken wir doch gleich mal. Super, bei dir habe ich die Daten auch gleich. Noch schnell in den Computer. So, hier sind deine Auflösungen. Fast gleich wie Bob. Du solltest auch lieber ein paar Tage zu Hause bleiben. Bei Bob hat es ein bisschen schlimmer angefangen. Sag mal, ich habe eine Frage an euch. Woher habt ihr denn diesen doofen Husten bekommen? Also ich denke aus dem Supermarkt. Also dort hatte es, glaube ich, so ein Mädchen, Ja. das so richtig gehustet, so. Okay. Und ihr denkt wirklich, von da kommt es? Okay. Gut, das kann halt mal passieren. Gut, nicht so schlimm. Und Kinder, wie war's? Es war eigentlich gut, also ja, dürfte ich mal die Lösungen sehen. Aber natürlich. Also die Auflösung sieht so aus. Hier ist alles drauf, was wir auch herausgefunden haben. Sie haben ungefähr das Gleiche. Und sie sollten 1 bis 2 Tage zu Hause bleiben. Sie sagten mir, sie hätten das wahrscheinlich aus dem Supermarkt. Aha. Okay, ich spreche mit meiner Frau Barbara. Gut, ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst einfach einen Daumen hoch oder ein Abonnent. Marie, das heißt Abonnent. Ups. Edi hat euch reingelegt. Uns geht's auch inzwischen schon besser. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, hinterlasst einen Daumen hoch. Das wäre so cool. Ja, ganz viele. Tschüss, ihr Daumen hoch. Tschüss, ihr alle zusammen. Nein, sie sind Daumen hoch. Ach, Marie. Na gut, tschüss. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem nächsten Wochenvideo. Und ja, tschüss. Tschüss, liebe Leute.